Schaut mal, hier, das ist der Alimor-Daie. Dieser Daie ist fast täglich bei mir drin. Und er vertritt nur den Koran. Und er ist gerade bei Sunniten drin, Jani. Dieser Abu Ghraib, hier dieser Shaitan, er hat schon mehrmals gesagt, dass er mit mir einen Kaffee trinken will. Ihr wisst genau, was damit gemeint ist. Dieser Rayan hier, dieser Dämon, der hat mich beleidigt mit dem N-Wort vor mehreren Wochen. Er hat sich bei ihm entschuldigt einmal für ein falsches Wort. Bei mir hat er sich bis heute nicht entschuldigt. Dieser Nur hier, dieser Shaitan hier, Nur, dieser Munafik, der hier, er hat eiskalt behauptet, dass eine Quelle von wie heißt der, von Magarabi, ne? Magrabi. Hat er gesagt, dass das eine Schia-Quelle ist. Ja. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und die sind hier gerade alle versammelt und tun einen auf, ja, nee, wir sind überlegen, wir haben breite Brust, wir haben die wahre Religion und wir haben alles. Ja, nee, was hast du alles? Du hast dich noch nicht mal bei mir entschuldigt, du da, du da. Und ihr macht alle zusammen hier eure Lügenbande groß. Und ihr sagt immer über Aisha, dass das eure Mutter wäre. Och, eure Mutter. Och, eure Mutter da, unsere Mutter da. Aber Mohammed hat was ganz anderes gesagt über Aisha und das machen wir jetzt. Gehen wir mal auf einen sehr schönen Hadith, was Mohammed über seine Frau Aisha denkt. Yallah. Vielleicht möchte ein Muslim hochkommen und diesen Hadith uns erklären. Und zwar in Sahih al-Bukhari 3104 steht geschrieben, ich übersetze, es wird zitiert vom Sklaven von Allah, ja, Abdullah, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, tschüss, stood up and delivered a sermon. Er stand auf und machte eine Predigt. Und er zeigte mit dem Finger auf Aishas Haus. Richtig. SAWS Radiostation aus Mekka. Der Prophet, er lieferte eine Predigt ab und zeigte mit dem Finger auf Aishas Haus. Leute, schaut mal hin, er zeigte auf Aishas Haus und sagte dann dreimal, ja, nee, alles dreimal. Alles ist dreimal im Islam. Ja, nee, was hat der für ein Problem, Mohammed? Alles mit der Trinität. Da habt ihr schon wieder eine Trinität. Und er sagte dreimal, affliction will appear from here. Das bedeutet, das Böse wird von hier kommen. Das Böse wird von hier kommen. Das Böse wird von hier kommen. Und von dort wird Satans Kopf rauskommen. Habt ihr das verstanden? Die Muslime sagen immer, Aisha, Aisha, unsere Mutter, unsere Mutter. Aber Mohammed hat was ganz anderes gesagt über Aisha. Er hat mit dem Finger auf ihr Haus gezeigt und hat gesagt, dass Shaitan von dort kommen wird und das Böse wird von dort kommen, von dort. Er hat mit dem Finger darauf gezeigt und hat gesagt, dreimal, Jani, das Böse wird von dort erscheinen, das Böse. Ha, hier haben wir Mohammeds Freund, Al-Shaitan. Prozent geht es nur um Shaitan bei Muhammad und um die Kuffar und um Frauen. Wer kann uns das erklären? Rabalti haben wir wieder hier. Unseren lieben Freund Rabalti, mein Lieber. Genau. Schönen Abend.
Assalamu Malik. So, ich habe dir ja gesagt, dieses Hadith wurde sechsmal bei Sahih Bukhari überliefert und einmal auch bei Sahih Muslim. Aber nur verschieden. Welche Nummer ist dieser Hadith? 3104. Zum Beispiel, wir haben denselben Hadith oder den ähnlichen Hadith, Nummer 3279. Moment, ich hole den auch da selber raus. So, wir warten jetzt, bis er den Hadith in einer anderen Stelle rauskommt und danach kann er uns erklären, warum der Prophet aufgestanden ist, eine Predigt abgeliefert hat und mit dem Finger auf Aishas Haus gezeigt hat und dann dreimal gesagt hat, dass das Böse von dort erscheinen wird. Und danach hat er gesagt, das ist die Seite, ja, das Haus von Aisha, wo das Böse kommen wird. Von dort wird auch Satans Kopf kommen, hier. Der Kopf von Shaitan. Okay. Hadith Nummer 3279. Von Bukhari? Ja. Dreitausend? 3279. Also, das ist jetzt der. Warte mal, I saw Allah's Messenger pointing towards the east, saying, Lo, afflictions will verily emerge hence. Afflictions will verily emerge hence, where the sight of the head of Satan appears. Ja, genau. Aber Genau. dieser Hadith ist nicht vollständig. Was ist daran nicht vollständig? Ja, weil hier steht nicht geschrieben, wo er mit dem Finger hin zeigt, richtig? Pointing towards the east. Ja. Aber hier steht er vollständig. Weißt du, was ich meine? Hier. Was meinen Sie, was ist mit vollständig gemeint? Ja, da fehlen doch Teile, meine Richtig. ich, von der Geschichte. Auf wem der seinen Finger zeigt. Hier Dann, steht das ausführlicher. Hier steht das ausführlicher. Guck hier. okay, dann Stood bleiben wir up bei diesem and delivered a sermon pointing to Aisha's house. Genau auf ihr Okay, Haus. ja, ist okay. Geh mal bitte auf das Arabische. Und genau. نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو كمل بت اوف ذا سوات نحو ايش ويس تو ذا سيس oder ich könnte das auch zeigen. Kannst du gerne zeigen, ja. Weil Aber was willst du uns damit sagen jetzt? Dass er in irgendeine Richtung zeigt, richtig? Genau. Nachwa. So, ich weiß nicht. Bei mir sieht man das. Fa'ashara nahwa.
Okay, gucken wir, was mal Nahwa bedeutet. Ich weiß, kannst du Arabisch? Ja, Ich denke mal Richtung, schon. Richtung, Richtung. Richtung, Dankeschön. Heißt, hat der gesagt, in ihr Haus oder hat er nur Richtung gezeigt? Können wir gleich lesen. Wir haben hier jemanden, der auch gut Arabisch kann. Mein lieber Bruder, gerne kopieren. Kannst du gerne kopieren? Alaikum Können wir gerne kopieren, ja, genau. Ganz kurz, ich bewege mich in eine Richtung, da wo nicht so viele Autos vorbeifahren. Kein Problem, mein Lieber. Naja. Wir Bruder, gucken. du hast gerade sehr gut auf Arabisch gelesen, wo du auf das Wort Nahwa, was Richtung bedeutet, ja, da bist du dann auf einmal Genau. stehen geblieben. Ja, wir wollen gerade prüfen, ja? Heißt Richtung. Richtung, richtig, aber wir wollen gerade prüfen, in welche Richtung er gezeigt hat. Und zwar steht hier drinnen, dass er Nachbar, genau ganz kurz. auf Aishas Haus hat er gezeigt, steht auf Englisch übersetzt. Ja, Richtung Aishas Haus. Wie hast du jetzt diesen Hadith erklärt vorhin? Du hast gesagt, aus ihr Haus, oder nicht? Ja, so, also hier steht es auf Englisch übersetzt. Er machte eine Predigt Pointing. pointing to Gezeigt. Aishas Haus. Ich komme mit dir. Was steht da auf Arabisch? Nahwa. Ich kann jetzt. Maskan, Maskan, Ich kann jetzt. Maskan. Warte, 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 warte. Wo ist, was heißt Maskan? Da, wo sie wohnt, oder? Da, wo sie wohnt, oder? Ja, genau. Ja. Maskan ist da, wo sie wohnt. Von wem? Von wem? Ah, ich ja richtig. Ja, Ja, warum hat er nicht Richtung Abu, wie heißt er nochmal? Abu Jahsha, Abu Kuleiba, Abu Sakra oder weiß ich was, ich nicht gezeigt. Abdullah, richtig. das ist jetzt kein Argument, warum er nicht da oder da, warum hat er nicht Richtung Bruder. Mekka gezeigt, warum hat er Bruder. nicht Richtung Eiffelturm gezeigt? Warte kurz, wenn ich jetzt sage, ey Jungs, lauft mal Richtung, ja, lauft mal auf die Richtung zu Bett, wie heißt Ja. du, Rabalti? Ja, dann heißt das, Khalas, Richtung deine Wohnung, dein Maskan, richtig? Ja. Also, Khalas, das ist auf deine Richtung, wenn ich auf deine Richtung zeige, auf deinen Maskan Nein, zeige, heißt guck. es, dass, Ich nein, habe den auch, ich hab den auch sechs andere Überlieferungen gezeigt, oder nicht nein. gezeigt, sondern erwähnt. Die kann er auch gerne gucken. Da steht auch Guck mal, Bruder. Richtung auf Arabisch. Weg, da steht auch nach Osten. Steht auch genauso da auf Arabisch. Das ist nur eine Überlieferung von Guck sieben mal, anderen. guck mal, Und das, hier was steht du gezeigt Nahwa. hast, warte, Habibi, das, was du gezeigt hast, was stand da? Nahwa al-Mashraqi, richtig? Ja. Was heißt auf Deutsch? Was ist das? Westen, Osten, Norden? Nee, das Weißt du? ist. Meister. Das. Richtung Osten, richtig? Leckt's bei mir? Ja, es hängt ein bisschen. So, guck mal. Sollen wir mal. Guck mal, wir können ja hier. Wo, du kannst uns ja mal zeigen, abgesehen von der Richtung, ne? Wo steht auf Arabisch, dass das Aishas Haus war? Maskan Aisha. Bruder Herz, guck mal, Richtig. sorry, dass ich deinen Namen falsch ausspreche. Bruder Herz, du weißt doch sehr genau, ne, dass sehr viele Hadith über Aisha gibt, oder? Und richtig schlimme, Natürlich. oder? Und wenn der Schlimmer Prophet für sagt, dich. guck mal, was? Was Schlimm sagst für du? dich. Für dich nicht? Nein. Okay, also für dich ist alles akzeptabel, was da steht. Natürlich. Okay, sehr aber schön. jetzt Aber gut, aber es ist gut, dass du so wenigstens auch so zugibst, ist auch schön. Und ausgerechnet, ne, wenn du diese ganzen Hadith, wenn ich als Mensch, normaler Mensch, das mir durchlese, alles, was hier übersteht, ja, und dann auf einmal ich lese so ein Hadith, ja, von einem sehr, sehr starken Gelehrten, islamischen, der hier, wie heißt er, Sahih al-Bukhari, ja, und das steht genau in ihre Richtung. Das heißt, sie hat ihm sehr viel Bella gebracht, oder? Maskan Aisha, richtig? Guck mal. Jetzt noch ein Hadith, noch eine Überlieferung, das gleiche. Hadith Nummer 7093, also 7093. Okay, aber hier steht doch Maskan Aisha, richtig hier? Ja, Maskan Aisha, Nachbar.
Was bedeutet Nahwa? Hat der Bruder uns gerade erklärt. Ich habe es ja auch gesagt. Richtung. Wie hast du den Hadith? Wie hast du den Hadith erklärt? Du hast gesagt, aus ihr Haus. Ja, aber es ist doch das Haus von Aisha gemeint damit. Maskan Aisha. Was heißt denn Maskan? Richtung. Maskan ist Haus, immer noch. Warte, ich Ja, gucke gerade Englisch. Richtung des Hauses von Aisha. Ja. Genau. Guck mal, stell dir mal vor, ich, du und Harut, ja, wir sind zu dritt und ich wurde beklaut, okay? Und ich sage, es kann nur einer von euch beiden sein, der mich beklaut hat. Und ich gucke genau in deine Richtung. Wie meine ich denn, wer mich beklaut hat in dem Moment? Nein, nein, dein Beispiel ist falsch. Sagen wir mal, du wurdest wirklich Okay, geklaut. Die danke. Polizei kommt und fragt, wo ist der Dieb hingegangen? Du sagst Nahwa, sagen wir mal Richtung Kirche. Hast du da dann damit gesagt, er ist in der Kirche drinnen oder ist er erst Richtung Kirche gegangen? Oder, guck mal, von so vielen Menschen hat ihr Name wurde erwähnt. Du willst es nicht verstehen. Ich sag dir Nochmal? doch, guck mal, Bruder, jetzt noch einmal. Wenn ich jetzt als normaler Mensch, egal wer, auch Bruder Harut, egal auch viele Zuschauer hier, ne, wenn die diese ganzen Ahadith über Aisha lesen, ja, okay, was für uns nicht in Ordnung ist und nicht schön ist, ne, ich will nichts Schlimmes sagen, ich habe Respekt vor allen Menschen, ne, ja, und wenn dann auf einmal steht, dass Fitna genau da, wo ihre Wohnung, ja, ihre Wohnsitz Steht nichts erwähnt genau wird, in ihrer Wohnung. Das hast du was? jetzt gesagt. Wo Was heißt steht da Maskan? bei ihrer Wohnung oder in der Nähe Nein, von nein. ihrer Wohnung? Okay, warte, wenn du jetzt jemanden auf Arabisch fragst, wo wohnst du, was sagst du zu ihm? Wie fragst du das auf Guck mal, Arabisch? mein Lieber. Guck Nach mal, mein Westen. Lieber. Wen sagen, sag? Wen sagen? Sag? Fragst du Ja, mich, wen ja. sagen? Nee, Ja, aber was heißt? erklär mir jetzt, was falsch war an meiner Erklärung. Du willst nur hier sagen, dass es in ihre Richtung ist. Ich habe dir noch Richtung. ein Beispiel gesagt. So, sagen wir mal, du wurdest beklaut. Die Polizei fragt, wo ist der hingegangen, der Typ? Du sagst, Richtung, sagen wir mal, Richtung Kirche. Ja, aber Ist hier. damit gemeint, in der Kirche drin ist er reingelaufen oder es Richtung? Außerdem, ich habe dir noch sechs andere Hadithe, Überlieferungen gegeben, wo drin steht, Mustaqbil, zum Beispiel hier. Kann ich gerne nochmal zeigen. Hier. Hier, facing the east. 7093. Hadith 7093. Den gleichen Hadith benutzen auch die Schiiten. Weil sie hassen Aisha radiallahu anha. Gleiche Shubha. Sie machen auch so ihr eigenes Tafsir. Aber so steht es auf klar und deutlich auf Arabisch, ja, bei Sahih al-Bukhari. Mag Was er auch denn? Aisha nicht? Sahih Hm? al-Bukhari mag Aisha auch nicht, wa? Was hat jetzt Guck mögen mal, und sei guck mal, Bukhari? hier, guck mal. Guck mal. Al-Fitnatu, Bruder, Bruder. dreimal Ja. hat er das gesagt, dreimal. Verstehst du, Dreimal Bruder? sagt er das. Ja, guck Ja, mal, Talaq ist schon bewusst. dreimal, er zeigt auf ihre Wohnung. Er zeigt auf ihre Wohnung, er sagt, da kommt Fitna raus. Und das dreimal. Und das dreimal. Wenn Ja, ich dir nicht, dreimal. wenn ich, wenn ich dreimal in deine Richtung zeige und sage, der hat mich beklaut. Sogar das ist falsch übersetzt worden hier mit Satans Kopf. Yani, okay, sinnbildlich schon, aber auf Arabisch steht sogar, dass die Wurzel wie Korn, eine ja. Art Wurzel von Shaitan, richtig? Nee, Korn bedeutet Hörner. Ja. Ja, sein Henner. Was Ja. heißt Hörner. Was ein Stier hat, zum Beispiel. Karn al-Shaitan, richtig? Korn-Shaitan, ja. Ja. Aber jetzt Ja. erklärt ihr jetzt mir, was Nahu bedeutet. Richtung oder nicht? Ja, ich Ja, sag doch, es gibt deswegen doch mehrere. eigentlich. Nicht nur. Also Guck mal, wenn man kommt das jetzt in einem. Fitna. Nein, guck mal, wenn man mit der Hand irgendwo hin zeigt, Nahwa, dann kann das auch, dann ist das die Bedeutung zu etwas hin. Zu hin. Ja, Wenn er mit dem Finger ja. dahin zeigt, auf das Haus und dann, wenn du einen Namen nennst, dann bedeutet das zu hin. Richtung Ja, wäre aber nur Harut. Nachbar. Richtung, guck mal, Richtung wäre nur Nachbar. Aber wenn du einen Namen nennst und das Haus von jemandem, Dann ist das ja dann gemeint sagst du direkt. Nachbar, Masdan Aisha, richtig? Maskan, ja. Und so Aber steht es da auch. Maskan heißt ja Haus. Hätte der Prophet ihr Haus gemeint? Er hatte doch gesagt,
Nicht Richtung ihr Haus, sondern auf ihr Haus. In ihr Haus hätte er auch benutzen können. Ich habe dir jetzt sechs Hadithe gegeben. Kannst du auch jetzt, wenn du es dir aufschreiben möchtest, sechs Hadithe, sechs andere. Alle sagen Richtung. Hier wird auch Nahwa gesagt, aber das, der einzige Unterschied, Maskanu Aisha. Haus von Aisha. Alle anderen sagen nach Osten. Alle anderen Hadithe. Und ich komme mit dir, ja, Nahwa könnte auch bedeuten ungefähr. Zum Stimmt. Beispiel, wenn ich dir sage, wie gut ist das Bild geworden, ich sage dir, ja, so Nahwa ganz gut. Ungefähr ganz gut. Nein, das heißt Hawali. Das ist jetzt ein anderes Dialekt. Wo kommst du denn her? Ich bin Araber. Aus welchem Land? Halb Saudi-Arabien, halb Syrer. Halb Syrer? Und die Ja, halb, Syrer halb. sagen nicht Hawali? Doch, ich sage dir deswegen, wir reden aber hier gerade Hocharabisch. Okay. Ich hab eine andere Frage, und zwar eben war das Thema über Al-Fatiha. Warst du dabei? Ich war kurz dabei, dann war ich bei Hamdi. Ja, die Da Leute kommen wir schreiben jetzt, dazu. kommt zu Hamdi, kommt zu Hamdi. Was ist denn da? Ich meine, was ist denn da? Sollen wir kurz ihm live zuschauen? Ja, nee. Uns ergötzen an irgendetwas. Wir haben ja hier ein Gespräch. Was ist denn da? Ah. Auch bei der Scheidung, ja, oder? Das macht doch keinen Sinn. Ich sage bei der Scheidung bleibt er gar nicht springen hin und her. Bruder Ex-Muslim, Bruder, er muss mich schuldig gerechnet. Hör mal, der Ahmed, ja, wer bist du? Bist du Türke oder was bist du überhaupt, Adlerblick? Nein, ich bin armenischer Engländer. Bist du Armenier? Bist du ein Armenier von Thailand? Ein Armenier, ja, du warst der Jude, ja, ich weiß das. Schon, gestern ein Armenier hat Islam angenommen. Ich bin exklusiv. Gestern ein Armenier von euch hat Islam angenommen. Au, in die Augen. Ich bin Ja. Bist du türkisch, weiß. Vielleicht. Hamdi, Allah was ist denn los? Hamdi, kann mir das Sternchen nochmal das mit der Scheidung nochmal erklären? Ich habe es nicht so richtig verstanden. Kann mir noch Ja, mal die bitte. Name bitte? Ja, ne, Comedy Show. Was soll ich dazu sagen? Comedy Show. Er erzählt gerade aus Spaß, jemand hat den Islam angenommen. Ja, ne, Hand aufs Herz. Bei den Geschichten, die im Islam sind, wie kann man dann noch überhaupt im Jahr 2023 den Islam annehmen? Das ist echt der Wahnsinn. Schau mal hier. In Sunan Abi Dawud, ja, es ist Sahih, richtig? Und jetzt sag bitte nicht, das ist von Al-Albani. Kein Problem. Wir streichen ihn für dich weg. Ich streiche den für dich weg. Nur Sahih. Kein Problem. Steht geschrieben, dass Anas zitiert hat, ein Mann hat gefragt, wo ist mein Vater? Du kennst die Geschichte. Und Rasulallah sagte, dein Antwortest Vater. du, mein Vater ist in der Hölle. Und dann sagt er daraufhin, mein Vater und dein Vater sind in der Hölle. Genau. Das heißt, Mohammeds Vater ist in der Hölle. Weißt du, wie Mohammeds Vater hieß? Ja, Abdullah. Ganz genau. Also gab es Allah schon vorher, vor der islamischen Zeit? Der Name Allah gab es auch davor, natürlich. Genau, das heißt, die Familie von Muhammad, das waren doch Götzendiener. Die hatten doch 360 Götter, richtig? Der Stamm der Quraysh unter Nicht anderem. die Familie spezifisch, sondern ganz Quraysh. Ganz genau. Ja. Aber wenn Abdullah, der Sklave von Allah, in seinem Ja. Namen ist schon Allah. Wenn er Allah angebetet hat, wieso ist er dann in der Hölle gelandet? Ich Allah angebetet. Wen hat er? Guck mal, sogar sein Name ist Abdullah. Das er Sklave heißt von Allah? Abdullah. Es könnte auch sein, einer heißt Abdullah und danach, der macht Schirk. Dann kommt er trotzdem in die Hölle. Sein Name macht nichts aus. Ja, aber er hat doch Allah angebetet. Allah war doch Wo einer von steht diesen das? Götzen. Wo steht das? Also ich brauche ein Hadith, wo steht, oder irgendwas, eine Überlieferung, wo steht, der Vater von den Propheten hat Allah angebetet.
Okay, ich meine, ganz Quraysh hat Allah angebetet, nicht nur er. Aber die haben Schirk gemacht. Die haben auch Götzendienst gemacht. Ja, aber kein Problem. Allah hat doch gesagt, dass er barmherzig ist. Und außerdem hat er doch Allah angebetet. Wieso hat er ihm die Sünden nicht vergeben? Sagt im Koran. Außerdem, woher weiß Mohammed, dass sein Vater überhaupt in der Hölle ist, Jani? Allah ist doch barmherzig. Das ist wie wenn du fragst, woher wusste Mohammed, dass die meisten in der Hölle sind, Frauen sind. Oder wie die Jannah aussah. Das ist halt ein Prophet. Genau. Aber er hat doch an einer anderen Stelle gesagt, ich weiß nicht, was mit mir passiert. Und ich weiß nicht, was mit euch passiert. Im Koran, ja. Was, erklär mal deinen Punkt bitte, weil ich komme gerade durcheinander. Wir sind gerade bei seinem Vater jetzt. Ne? Kein Problem. Worauf ich hinaus will, ist, wer Allah ist. Weil ich habe bis heute von keinem Muslim eine anständige Erklärung bekommen, wer Allah ist. Schau mal hier. Ja, ja, ich kürze das ab. Zusammengefasst. Dann meinst du, warum steht da nicht Alhamdulillah, sondern Alhamdulillah? Und dann habe ich dir die Regel erwähnt und dann habe ich dir plus noch gesagt, in deiner Bibel, in deiner arabischen Bibel steht auch Allah. Dann hast du gesagt, ist eine falsche Übersetzung. Und dann habe ich dir gesagt, bring mir einen Beweis von einem arabischen Priester, der gesagt hat, Allah ist eine falsche Übersetzung. Plus noch, 2019 wurde auch eine arabische Bibel kopiert. Ich weiß nicht, wie der heißt, könnt ihr es auch gerne aussuchen. Die neueste arabische Bibel, da steht auch drin, Allah. Keiner hat was kein dagegen. Kein Problem. Arabische ja, aber Tora, jeder kann Allah die Bibel drin übersetzen. Auch ein Muslim kann die Bibel übersetzen. Kein Gut. Problem. Gut, dann kam dein Freund noch gestern. Diese Übersetzung hier. Ja. Von wem ist das? Rob hat gestern dann gesagt, oder sein Freund meinte, in der Bibel steht... Moment, ich suche das lieber raus. Ja, der Ahmad hat das erklärt. Der hat dir erklärt, dass diese Übersetzung hier. Der hat was behauptet, ohne Beweise. Der hat nichts erklärt. Ja, aber er hat dir gesagt, wann das entstanden ist, diese Übersetzung hier, und was zu dem Zeitpunkt passiert ist. Der Krieg in Levante, richtig? Hat er dir doch erklärt. Ich habe das angenommen. Ich habe sein Argument angenommen. Er meinte, Allah ist eine falsche Übersetzung. Ich habe dem gesagt, bring mir einen Beweis von einem Priester, dass er gesagt hat, okay, ist falsche Übersetzung. Dann hat er noch ein dummes Argument rausgehauen und meinte, ja, das ist nur eine Übersetzung für die Muslime, weil ihr Muslime denkt nur an Allah. Ja, er hat es noch schlimmer gemacht. Nein, 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 so hat er das nicht erklärt. Er hat gesagt, doch, weil, die Christen, genau so gesagt. Der hat gesagt, weil die Christen das einfach übernommen haben, weil sie mit Muslimen gelebt haben. Und dass sich das über die Jahre einfach wegen dem Druck und wegen der Angst, dass die dort einen anderen falschen Namen, er hat dir ganz klar gesagt, dass die Muslime dort ihr Auge drauf hatten. Die haben geguckt, wie das übersetzt wurde. Da durfte nicht Yahweh oder sowas reinen. Da musste ganz klar der Name Allahs rein. Steht nicht in der Bibel, dass euer Gott sagte zu Moses, ich heiße Yahweh, um das bis zum Ewigkeit zu bleiben? Oder mal, dritte Geburt, das dritte Geburt. Ja, aber mach nichts falsch mit Gottes Namen. Kein Problem, sage, aber auch wenn der Allah drin steht. Ja, aber auch wenn der Allah drinnen steht. Du weißt doch ganz genau, dass die Christen, die arabischen Christen, niemals denselben Gott angebetet haben. Wir sagen, ihr habt euer Vater, so wie euer Vater auch in der Bibel beschrieben ist, das nehmen wir auch so an. Zum Beispiel in der Bibel steht allmächtig, nehme ich genauso an. Oder da steht erster Geburt, mach keinen Götzendienst, bete nur Gott an, alleine. Das nehmen wir auch an, als Muslime. Damit haben wir kein Problem. Aber mein Problem ist mit dem Namen. Du hast jetzt etwas behauptet, ja, mit deinen Freunden, dass das eine falsche Übersetzung sei. Ich habe nur nach Beweis gefragt. Okay, das kein war's. Problem. Das ist eine Geschichte für sich, die können wir noch nachgehen. Es ist kein Problem. Wenn du das nicht annehmen willst als Erklärung, ist auch kein Problem. Was ich nur sagen will, ist, hier in Sure 1, warst du das vor ein paar Tagen, der mir diese App gezeigt hat, wo du die Wurzeln von Al-Rahman und Rahim gezeigt hast? Rahman und Rahim? Ja. War das eine Koran-App? Ja. Ist auch deine. Drück mal auf die Dingens drauf. Ist das nicht die? Achso, nee, das ist von Internet. Nee, das ist keine Koran-App. Genau.
Da haben wir ja die Wurzeln uns angeschaut, ne? Von Rahim zum Beispiel. Von Rahim. Da ist doch die Wurzel Rahim. Ja. Genau. Und da habe ich dir gesagt, dass die Wurzel von Allah haben sie einfach Illa gemacht. Ilah. Ja, Ilah. Aber es ist, da habe ich dir erklärt, dass das falsch war. Habe ich dir gesagt, warum? Was hast du erklärt? Da habe ich dir gesagt, warum ist das falsch? Und ich habe dir noch im Arabischen die grammatische, also wie man das, wie die Araber das benutzen. Zum Beispiel, wir sagen nicht, sagen wir mal, würde da Insan stehen, nicht Alhamduli al-Insan. Wir würden sagen Alhamduli Quatsch, was habe ich dir jetzt gesagt? Ein anderes Beispiel hatte ich gegeben, glaube ich. Irgendwas mit Insan richtig. Hat mir dann gemacht. Richtig, aber das hatte ja da keinen Sinn gemacht. Ich weiß nicht mehr dein Beispiel, aber zum Beispiel, wenn ich sagen würde, Dank sei Rabalti, was sage ich dann? Alhamduli Rabalti, richtig? Ja, aber ich habe dir doch die Erklärung gesagt dazu. Hier, weil es Elif und Lam. Es können nicht Elif und Lam, also Artikel, plus noch zwei andere Elif und Lam dahinter. Oder Lam und Lam, das sind dann zu viele. Alhamduli Allah, das würde auch keiner sagen. Das ist grammatisch falsch. Richtig, jetzt weiß ich. Das liegt nicht an den Namen. Aber Moment, guck mal, jetzt kann ich mich erinnern. Stell dir mal vor jetzt, dein Name wäre nicht Rabalti, sondern Aaron. Ja? Harun. Ja? Oder nenn mir irgendeinen Namen mit A. Irgendeinen Namen. Zum Beispiel Aaron. Kein Problem, Aaron. Nehmen wir mal nicht den arabisierten Harun, sondern Aaron. Wenn ich sage Alhamduli Harun, da kann ich doch nicht einfach das A wegtun. Dann kommt ein ganz anderer Name raus. Dann kommt da raus Alhamduli, dann kommt da Run raus. Alhamduli Run. Und das ist doch nicht Aaron. Aber wo ist der Artikel in deinem Namen? In Allah gibt es doch einen Artikel. Al-Ilah. Allah. Da ist das Problem. Der Name deines Gottes ist Allah. Das ist ein Eigenname. Du sagst ja La ilaha il Allah. Das ist der Name. Du sagst ja nicht, da ist kein Gott außer Gott. Du nennst ja den Namen. Da ist kein Gott außer Allah. Du nennst ja den Namen. Und man kann nicht einfach Allahs Namen abändern, indem man einfach sagt, ja, okay, in der Grammatik bei uns passt das nicht nach dem Li, Hamduli, Allah, können wir nicht sagen, deswegen sagen wir La. Das passt nicht. Wenn du einen Namen dorthin tust mit A, dann fällt diese Bedeutung von diesem Namen auch weg. Zum Beispiel Anja oder Aaron oder Aisha. Ja. Das passt nicht. Dann fällt, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal Alex, Alhamduli Lex. Aber du sagst, es liegt nicht an den nicht. Namen. Es liegt daran, weil da ein Artikel ist. Artikel plus noch zwei Ls dahinter. So reden die Araber. So, der Koran wurde auf Arabisch offenbart. Und Quraysh, zum Beispiel Abu Lahab, der größte Erzfeind von den Propheten, die alle haben nur auf einen Fehler drauf gewartet im Koran. Ja. Lahab ja, richtig, gesagt, aber. Ganz Quraysh hat nichts dagegen gesagt. Erstens. Zweitens hätte Mohammed gesagt, La alhamdu li Allah. Direkt Abu Lahab wäre zu ihm gekommen und hätte gesagt, bist du bekloppt, was redest du da? Kannst du kein Arabisch? Keiner redet so. Keiner sagt, alhamdu li Allah. Oder alhamdu li al-Nas. Oder was auch immer, was mein Beispiel da war. Okay. Also du willst sagen, dass dieses Al ist ein Artikel, richtig? Ja. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass dieses Al kein Artikel ist, sondern das bedeutet einfach Gottheit? Wie Gottheit? Guck mal, kennst du das Wort zum Beispiel Immanuel? Immanuel? Ja. Das bedeutet Gott mit uns übersetzt. Wusstest du das?
Auf Hebräisch. Wusstest du, dass dieses El, wie Raphael, Gabriel, Immanuel, dass das Gott ist? Gott, El? Also Manu Gott oder was? Emanu Gott. Oder Rafo Gott oder wie jetzt? Nein, El bedeutet Gott und dass der Name Immanuel bedeutet, also Immanuel, Gott mit uns. Mit und so uns soll jemand heißen. Ne, das ist ein Name zum Beispiel. Und dieses L. Und Raphael? Rafa mit uns, ja, oder Rafa Gott oder wie? Ja, das hat auch eine Bedeutung. Dieses L bedeutet immer, ja, Gott. Hier, ist auch okay. Aber wir reden hier gerade von Arabisch. Arabisch Grammatik, nicht Hebräisch. Ja, aber dieses Al. Hier. Das hat auch eine Bedeutung. Gott hat geheilt. Weil da ist auch ein L. Rafa hat geheilt. Und L heißt Gott. Weisen. Ja, dass dieses Al ist in dem Fall. Aber das ist Al, das ist eine andere Sprache. Ja, ich weiß, aber du weißt doch, Arabisch enthält sehr, sehr viele Wörter aus dem Hebräischen und aus dem Aramäischen. Geschwistersprachen, sagt man. Das sind Geschwistersprachen. Richtig. Aber diese nicht gleiche Grammatik, nicht gleiche Wörter, komplett anderes. Dieses, was ich dir sagen will, ist Al bedeutet Gottheit. Und das ist aus dem Hebräischen El gekommen. El. Kannst du das mir bitte rausholen von irgendeinem arabischen Buch, das El einfach Alif und Lam bedeutet Gott oder Gottheit? Kann ich dir auf jeden Fall mal raussuchen, definitiv. So. Hier zeige ich dir nochmal. Also jetzt, ich zeige dir das definitiv aus dem Arabischen, aber hier, das meine ich mit L. Und das haben die Araber übernommen. Gottheit La. Gottheit Lat. Gottheit Uzza. Al-Lat, Al-Uzza, ja. Genau, das bedeutet nicht der Lat, der Uzza. Das bedeutet Gottheit Lat und Gottheit Uzza. Und deswegen passt das nicht. Bei uns ist mit diesem immer Artikel. Auch, ich kenne das auch nicht immer. Das zum ersten Mal. Ich höre das jetzt zum ersten Mal, dass L für Gottheit benutzt wurde. Ja, deswegen habe ich ja auch eben als Beweis. Habe ich dir diesen Gott auch gezeigt. Weißt du ja, habe ich dir schon mal gezeigt, richtig? La, meinst du, den Sonnen oder Mondgott oder was auch immer? Genau. Hier. Ja? Schau mal, das habe ich eben gezeigt. Und guck mal, was der auf dem Kopf hat. Der heißt ja nicht umsonst Mondgott. Das ist ja der Halbmond. Ja, und wenn wir jetzt in die Moschee, Bilder von Moschee gehen, schau mal. Moschee. Mond. Siehst du ja auf den Moscheen oben, das weißt du ja, das muss ich dir ja nicht erklären. Überall auf der Moschee ist oben dieser Halbmond. Ich verstehe, was du meinst. Das hat auch eine ganz andere Geschichte. Ich weiß, was du meinst. Und guck mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Flagge nehme von Tunesien, von Algerien, von Aserbaidschan, von Türkei, ist die meisten muslimischen Länder haben das auch. Ich weiß. Ist mir schon bewusst. Aber das kommt von diesem Gott hier. Mag auch sein. Aber das beweist nicht, dass Allah entweder eine falsche Übersetzung sei oder keine Ahnung, dass deswegen, es einfach falsch ist. Ich habe dir jetzt Regel gezeigt, warum das so geschrieben wurde. Okay.
Plus, ich habe dir noch gesagt, yani, wenn ich einen Mondgott anbete, dann beten auch die Araber, arabische Christen, einen Mondgott. Wenn ich einen Mondgott anbete, dann beten auch die arabischen Juden einen Mondgott. Und bis jetzt habe ich keinen Beweis bekommen, dass irgendein Priester gesagt hat, ja, okay, Allah ist eine falsche Übersetzung und das heißt in Wahrheit Mondgott oder irgendwas anderes. Und dein Ja Freund gut, hat gesagt, Samad wird. okay, kein Problem. Wir haben ja wenigstens eine Erklärung. Er hat ja gesagt, dass als diese Übersetzung entstanden ist, Erklärung, das ist waren eine die Augen, ja, Es aber er hat wäre gesagt, eine er hat Erklärung ja und einen Beweis. Zeitpunkt genannt. Guck mal, das können wir ja mal schauen. Und da hat er gesagt, das waren die Osmanen und irgendwas. Aber das ist nicht unser Punkt, wer das da reingetan hat in der Bibel, sondern was es bedeutet. Ist das wirklich eine Ja. falsche Übersetzung? Heißt es wirklich Mondgott oder was auch immer? Haben das auch die Ja. Priester so gesagt? Ich weiß jetzt nicht. Er hatte, glaube ich, ich suche jetzt hier vergeblich. Er hat, glaube ich, keinen Link gezeigt gehabt. Er hat nur gesagt, dass das zu dem Zeitpunkt war, wo Krieg war. Ja, und da meinte er irgendwas mit Osmanen und so. Und da hat der Van Genau, Dijk und Übersetzung, und hat der Van Dijk Übersetzung genommen als Beispiel. Aber die Bibel gab es nicht noch richtig. davor bei den Arabern. Schon als der Zeit von den Propheten. Da gab es auch die Bibel auf Arabisch. Und da hieß es auch Ilah oder Nein, Allah. nein, gab es nicht. Da steht geschrieben, dass Waraka das übersetzt hat. Aber es gab keine vollständige Bibel, Guck gab es mal. nicht. Du weißt doch, Guck in mal. den Hadithen steht doch geschrieben, dass Waraka das übersetzt hat. Sogar den Koran hat er übersetzt. Ja, das weiß ich, Aufgeschrieben, aber meine ich. Aufgeschrieben, meine ich, ja. So, hier schon mal Van Dijk. Wann hat er das übersetzt? ich meine so 1800 irgendwas. Genau, hat er auch gesagt. Und er meinte, dass Nee, in das habe dieser ich Zeit. gesagt. Aber davor, ja, und genau, und da habe ich denen gesagt, okay, davor gab es noch Übersetzungen, da hieß auch Allah. Und jetzt neulich, 2019, gab es auch eine neue Übersetzung, da hieß immer noch Allah. Warum? Jetzt haben wir keinen Krieg, jetzt gibt es keine Osmanen. Warum habt ihr es nicht einfach rausgeworfen? Und kam der mit diesem einen Argument, ja, das haben wir aber wegen euch Muslime da reingetan, für euch als Hilfe oder was weiß ich noch. Weiß ich Das nicht, kann sein, welche ist kein Übersetzung. Also Argument. ich glaube, es gibt auf jeden Fall mehrere arabische. Es gibt auch eine, wo das nicht drin steht, das weiß ich. Guck mal, ich hab das auch als App, die arabische Bibel. Hier, es wird nur Allah geschrieben. Arabische Bibel. Auch die Van Dijk-Übersetzung. Nur als App. Und ich wollte Ja. jetzt nur einen Beweis von einem Priester, der wirklich gesagt hat, okay, das ist eine falsche Übersetzung. Nur falsche Übersetzung. Ohne Erklärung, was für ein Gott das sein sollte. Nur, dass es eine falsche Übersetzung sein sollte. Würde mir reichen. Und ich würde Ja. sogar alles zurücknehmen. Kein Problem. Aber es muss auch noch nicht mal ein Priester sein. Wir können ja auch wenigstens geschichtlich sehen. Guck mal hier. Das ist von 2021. Ein Gericht in Malaysia hat gesagt, Moment, lass mich mal schauen. Genau. Warte mal kurz. Genau hier. Das war der erste Artikel, 2013. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Und zwar haben die gesagt, in Malaysia dürfen nicht das Wort Allah benutzen. Hast du das mal gehört? Please.
Guck mal, die sind auf die Barrikaden gegangen. Allah, just for Muslim. Fight no fear. Also ich weiß jetzt nicht, was soll ich jetzt damit machen? Das waren Muslime, die haben gesagt, nur Muslime sollten das Wort Allah benutzen, oder wie? Genau. Ja, das ist kompletter Quatsch, aber was beweist dir, das beweist jetzt gar nichts. Oder Dingi, doch? Dingi. Ja, aber du möchtest jetzt, Adler, mein Lieber, Gott segne dich. Gottes Segen erstmal. Du möchtest jetzt von irgendeinem Priester, ja, ein arabischen Priester. Arabischen Priester. Ja. Oder ja, Gelehrter. Ein christlicher Gelehrter, der gesagt hat, Allah ist eine falsche Übersetzung. Okay, was ist, wenn ich dir sage, dass der Ahmad auch ein Priester ist? Ein arabischer Priester und er dir das gestern erklärt hat. Würdest du das annehmen? Ja, ja, aber egal, ob Gelehrter oder nicht, da muss doch Beweise geben. Aus welchem Buch hat er das? Was meinst du mit welchem Buch? Ich sag einfach, ja, jetzt dürfen wir das, jetzt dürfen wir das nicht. Bei uns als Muslime gibt es eine Regel. Egal, ob du Gelehrter bist oder nicht, wir folgen nicht, was du sagst, sondern mit was du kommst. Du kommst mit Beweise. Auch wenn du ein Gelehrter bist. Ich weiß. Zum Beispiel, sagen wir mal, würde jetzt Ibn Taymiyyah, ein sehr großer Gelehrter bei uns, würde er kommen und sagen, okay, so ist das im Islam. Würden wir trotzdem, sogar ich als Kind, würde sagen, komm, gib mal deinen Beweis. Von was du das? Koran oder Sunna? Aber nur weil er ein Priester ist oder ein Imam ist oder was auch immer, ein Gelehrter, kann ich einfach kommen und sagen, okay, das ist eine falsche Übersetzung. Von was du das? Ja, weißt du, dass in der Übersetzung, wo das Arabisch übersetzt wurde, das auch ein Moslem mit übersetzt hat? Ja. Also, nee, das weiß ich nicht, aber mag ja sein. So wie Waraka bin Nawfal, der war auch ein Christ und hat den Koran übersetzt. Ja. Also wie gesagt, jetzt das bleibt noch offen, dieses Argument. Ihr könnt recherchieren, weil diesen Argument benutzen auch zig andere Christen. Und ich sage es immer wieder. Ich will nur einen einzigen Beweis. Ein Priester. Ja, aber guck mal, du weißt doch, aus welcher Sprache die Bibel übersetzt wird, richtig? Entweder aus der aus dem Codex Sinaiticus, ja, genau. Also ja. Oder du kannst auch den Tanach nehmen, zum Beispiel auf Hebräisch, um das Alte Testament zu übersetzen, und da steht nirgendwo. Also da steht nirgendwo in den Übersetzungen, beziehungsweise in den Originalen, meine ich, in den Originalen, was in Allah übersetzt wurde, steht nirgendwo dieser Name Allahs, weil Allah ist ja ein Name. Da steht aber Elohim zum Beispiel. Oder statt Jesus steht da Yeshua. Richtig, und da ist zum Beispiel ein weiteres Problem, was du gerade nennst. Du weißt ganz genau, dass der Name Yeshua oder auf Griechisch, ne? Zum Beispiel gibt es ja auch Jesus Christus, ne? Auf Griechisch. Du weißt ganz genau, dass der Name Jesus Christus auf Arabisch ist Yasur. Yasur, ja. Genau, sogar das wurde jetzt, okay, das wurde richtig übersetzt in die Bibel. Aber zum Beispiel im Koran steht Isa, richtig? Ja, Isa. Richtig. Und dieser Name von Allah, also sein Hauptname, Allah. Und du weißt, alle Sheikhs sagen, dass wir nicht denselben Gott haben. Also der Gott des Korans hat einen Namen, das ist Allah. Und die Christen in der Bibel, zum Beispiel im Alten Testament, wird Jahwe benutzt. So. Und dieser Name Jahwe, ja, ist ja ganz klar, dass das nicht derselbe Gott ist, dass es nicht Allah ist. Aber in der Bibel, auf Arabisch, haben sie einfach diesen Eigennamen Allah mit übersetzt. Obwohl das nirgendwo steht, dieser Eigenname. In den Original-Urtexten steht nirgendwo Allah. Jetzt kann ich dir natürlich einen Beweis bringen. Ich kann diese Van Dijk-Bibel öffnen. Wir können drinnen gucken, wer das übersetzt hat.
Van Dijk so, heißt er doch so. Deswegen heißt es doch Van Dijk Übersetzung. Ich weiß, aber wer das mit übersetzt hat? Ich meine der alleine. Oder noch einer mit, aber ich glaube auch nur der alleine. Ja, hier steht 1865 war das. Die Übersetzung des amerikanischen Missionars Cornelius van Allen van Dijk aus dem aus 1865. Jetzt müssen wir Van Dijk fragen, warum er Allah übersetzt hat, oder nicht? Weißt du, wie das Gespräch... Was sagst du, Adler? Genau, wir müssen gucken, warum er das gemacht hat. Genau, er und andere. Zig andere davor. Und da... Ja, ich denke mal, er hat das einfach anpassen wollen. Ja, nee, er hatte auch keine Ahnung, ja, nee, wahrscheinlich. Oder er hat das absichtlich gemacht, weil den Koran gab es ja damals. Weil eigentlich muss überall, wo Allah steht, in dem Sinne Ilah drinstehen. So, Gott, jetzt reden wir erstmal hier vom Rednerpult aus. Ja, Gottheit. Jetzt ist er weg. Es geht gerade um das Thema. Ich bin ein bisschen erschrocken mit sich hier. Bitte? Ich glaube, das hat ihn erschrocken. Ja, das stimmt. Nee, ich weiß nicht. Er kommt gerne hoch. Er kommt und geht. Er war ja gestern bis was weiß ich, wie viel Uhr da, weißt ja, bis 3:30. Der hat ja nicht mal Angst, ne, vor der Debatte und so. Nee, genau. Er antwortet einfach. Dann, er hat ja auch gesagt, ist auch richtig. Da wo man nicht antworten kann, sagt er nichts. Ist ja auch richtig. Die habe ich auch von mir. Genau. Wir haben eben live mitverfolgt, unter anderem, wo du bei Hamdi warst. Ja, und was sagt ihr zu meiner Schlagkräftigkeit? Habe ich genug Knockouts verteilt? Dort haben sich die schlimmsten Kandidaten haben sich auf einen Fleck versammelt, Jani, und wollen uns weismachen, dass sie wahre Männer sind, Jani, ihre Brust rausstrecken. Und uns richtig und uns zeigen ja, wir sind im Hakul Allah. Ja. Richtig, richtig. Unglaublich. Rabalti, wenn du noch Zeit hast, also ich muss sagen, ja. Die Aggression ging ja gar nicht vom Hamdi selbst, also was heißt, ging nicht vom Hamdi auf? Der hat ja ein bisschen so, ja, der hat schon geschrien, ne? Die haben mir so Scheinargumente gebracht, Mormonen. Irgendeine Zeugen Jehova-Frau war dann plötzlich drin, die dann erzählen wollte, dass man irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie genau erzählt, ich habe dir nicht mal richtig zugehört. Es war so absoluter wilder Mischmasch, ne? Sie haben auf mich eingeredet. Ich habe Gegenargumente gebracht. Ich habe gefragt, wo steht in der Bibel, dass wir scheißen gehen, nachdem wir gegessen und getrunken haben. Er hat es mir nicht gebracht. Ja. Habe ich gefragt, wo steht denn jetzt im Koran, wo das Sperma herkommt, um die Kinder zu zeugen? Keine Antwort darauf. Aber es muss ja irgendwo herkommen, nach Hamdis Denkweise. Verstehst du? Ja. Das ist ja Schwachsinn. Ach. Ja, das ist einfach, guck mal, er sagt dir auch, wenn du lieb bleibst, reden wir lange. Ja, nee, was ist, er weiß noch nicht mal, was lieb sein bedeutet. Lieb sein bedeutet, dass du einfach deinen Mund hältst, ja, ja. Und dass er seinen Mondgott Allah in uns reinschieben will er. In die Bibel will er ihn reinschieben, in uns wird er reinschieben, in unser Gehirn will er das reinschieben. Dann ist das für ihn. Dann können wir bis morgen früh reden. Aber solange, dann, wenn wir mit Kritik kommen, ja, wenn wir die Stellen zeigen und so, dann sollen wir auf einem, wir haben beleidigt, du hast uns beleidigt und. Das ist ja nicht normal. Mit dem kann man nicht reden. Ich weiß nicht, ob der Hamdi alleine das Problem ist. Ich glaube, das ist wirklich in TikTok, in Kombi mit seinen Brüdern, dass das dann so ein Gesamtbild ergibt von ihm, weil ich glaube nicht, dass er so ist. Ja, Gottes Segen. Gottes Segen, erstmal schon. Otto, mein Lieber. Der Herr segne dich, mein Lieber. Um die Uhrzeit, mein lieber Otto, du bist ja noch wach, Jani. Ja, wach, weil ich bin jetzt aufgeregt. Ich war auch bei Hamdi. Mann, die Leute haben keine Ahnung. Mann, keine Ahnung, aber wirklich. Auch mit dem Scheidung, mit dem Heirat. Und weißt du, das hat die Frau, wo du hast jetzt gerade Adelberg gesagt, die Frau eine von dieser. Andere Glaube, wie heißt das wieder? Die hat gesagt, wenn Frau,
Ja, Jehova, wenn Frau verlässt Mann, da kann der Mann die Frau töten. Und die Frau oder Frauen darf keine, also da kriegt keine Scheidung, wenn auch der Mann sie schlägt. Ich habe sie erzählt, Leute, da steht damals, weil der hat das gefragt, den einen, den Jesus, ja, wie soll, oder den, wie heißt es, im Alten Testament, wie sollen wir machen, wenn wir wollen, unsere Frau irgendwo scheiden lassen? Ja, da solltest du ihm den Brief geben und das heißt, du kriegst nichts mehr bei Kirche, bis die Frau nicht stirbt. Aber die verstehen das nicht, die sagen, die meinen so, die Frau darf sich nicht scheiden, wenn auch der Mann sie schlägt. Du Aber ich sag, was? weißt, was das los ist. Sie hat erstmal den Vergleich von den Zeugen Jehovas gebracht. Die haben Genau, eine genau. komplett andere Konfession genommen, die gar nichts mit den Christen zu tun hat. Gar nichts, 0,0. Da Dann, bin ich noch. das ist so, wie wenn du sagst, dass die Sufis, die ja Breakdance in der Moschee machen, als wenn ich sagen würde, ja, das sind eure Glaubensbrüder. Sie machen genau das, was Allah von euch befiehlt. Habe ich ja auch nicht gesagt. Aber sie haben dieses Beispiel genommen. Kein Problem, lassen wir so stehen. Du hast ein Weißt du? Argument gebracht, dann plötzlich Genau. schreien sie dich an, werden respektlos. So, die reden, ja, Selemi, ja, Selemi, ja, Selemi. Der Typ, der ist 30 Jahre alt vielleicht, Mann. Otto, du bist wahrscheinlich 50 oder so, ne? 59. 59, ich sage ja, 30 Jahre älter. Ne? Die reden, ja, Selemi, das heißt Alter, so. Ja, Junge, Junge, Alter, so, weißt du? Dann sagt, haben die sogar noch, das ist ganz normale Sprache. Dann frage ich mich mal, haben die, wenn ein 14-Jähriger zu dir kommt und sagt, ja, Selemi, haben die, was machst du hier, ja? Weißt du, so redet man nicht mit einem erwachsenen Menschen, mit einem Volljährigen. Das macht man nicht so. Aber ja, man sieht halt diesen Geist, das ist das Problem. Das ist ein, Herr Selemi heißt Freund. Ja, aber du weißt, wie man das verwendet. Das verwendet man unter Junge, so zu Kollegen. Das sagt man sich unter 14-Jährigen, 16-Jährigen. Das verwendet kein Erwachsener. Und das Ja, ist weil unfassbar. die Jehova-Frau, weil ich habe mit sie auch ein bisschen gestritten, aber da war ruhig. Ey, Leute, du solltest da bleiben. Letzte 5 Minuten waren Ruhe alle, weil ich habe gesagt, weil die Jehova hat gesagt, wenn Frau, also wenn Mann stirbt, darf die Frau nichts mehr heiraten. Ich habe gesagt, Moment, Moment. Der Jesus hat gesagt, wenn dein Mann oder Frau stirbt, du kannst weiter heiraten, aber es ist lieber für dich, wenn du alleine bleibst. Also so sage ich so. Aber du darfst. Nein, auf keinen Fall. Ich habe gesagt, weißt du was, Leute, ich gehe weg. Ich gehe weg, weil kann man mit euch nicht reden. Ja, okay, danke schön. Und dann bin ich einfach weg. Bisschen aufgeregt, weil ich sagte ja, da sind so Leute, 20, 30-Jährige oder sowas, wo die haben keine Ahnung, die lesen einen Satz in Bibel und die wollen streiten mit den anderen Leuten. Ich sag euch Leute einfach, ich habe Bibel nicht studiert, aber ich habe damals, weil ich stamme aus Polen, ich habe 8 Jahre also Religion. Wir hätten in die Schule Religion, spezielle so Saal, wo wir hätten 1 Stunde, die hatten alles und dann da, die Weisheit kann sogar bis heute bleibt bei mir. Was ich darf mache, was ich nicht darf mache, wie ist das mit dem kirchlicher Scheidung, wie ist das mit dem Leben mit Frau, also wenn Mann ist Alkoholiker und schlägt die Frau, schlägt Kinder, wer sagt da, dass die Frau muss bis zum Tod mit dem Mann bleiben? Leute, wenn das Jesus wäre auf dieser Welt und welche Frau kommt zu ihm mit Weinen und sagt, gucken Sie auf meinen Mann, der schlägt uns immer, der ist böse auf die Kinder und der Jesus sagt, ja, bleib mal mit dem Mann. Bestimmt sagt nicht, der sagt, verlässt deinen Mann. Ich glaube sogar, der Herr Jesus Christus würde ihn heilen von der Sucht, weil Alkoholkrankheit ist auch nichts Schönes. Generell, das sind ja alles Krankheiten, die geheilt werden können. Das sind meistens psychische Probleme, die man hat. Das Ja, hat die Auslösung, dass man dann ein Suchtmittel braucht. Das ist ja klar, das ist ja ja. Suchtmedizin. Ja. Also, der Herr Jesus Christus würde wahrscheinlich eher die friedlichere Lösung suchen, als sich direkt zu trennen, ne, was sie da mal sagen, oder bis zum Tod zusammenbleiben. Der Jesus Christus würde ja Ja, eine Suchtmedizin gesund. ich meine, wir können uns definitiv, ja, wenn ich sag mal so, als Mann würde sowieso niemand in dieser Sünde verharren als Christ. Kein Christ würde Wochen oder Monate lang Alkoholiker sein. Ein echter Christ meine ich. Niemals. Aber falls das jetzt mal passiert, einmal, zweimal, dreimal, und er tut einfach nicht Buße, klar kann dann derjenige, der klar kann der dann ausziehen, und das ist auch richtig, und so lange, bis derjenige dann sein Problem, bis er das bereinigt hat. Und wenn er das Problem wieder bereinigt hat, dann kann er wieder nach Hause, ganz einfach. Aber das ist auch ein, sage ich mal, nicht so wichtiges Problem. Das ist so ein etwas kleineres Problem. Die größeren Probleme im Islam sind einfach zum Beispiel auch, wie der Islam angefangen hat oder dass der Tauhid kein Tauhid ist. Dass Allah
ein Mondgott ist, den es schon vor dem Islam gegeben hat. Das sind die großen Probleme. Ja? Die sind Ja, viel und wenn. wichtiger. Und das kannst du nicht mit denen besprechen. Die schmeißen dich raus, die beleidigen und die wollen deswegen auch keine Debatten führen, Gar weil nicht, sie ja hat ja. jedes Mal gebraten werden. Ihr Ich seht ja frage Leute. ja, haben die, machen wir das dann auf einem neutralen Kanal? Nein, wenn diese Ahmad Ex-Muslim eine Debatte will, dann er soll zu mir kommen in meine Stream. Ich sag, haben die, nicht mal ich konnte gerade mit dir vernünftig reden, obwohl ich mit Frieden gekommen bin. Was glaubst du dann, wie die Debatte mit Ahmad Ex-Muslim aussieht? Die werden ihn stummen, die werden ihn rauswerfen, die werden ihn nicht aussprechen lassen, die werden ihn beleidigen. So, mit denen kann man nicht vernünftig reden. Wir lachen auch manchmal. Wir schlagen Richtig. auch manchmal über die Stränge. Ja, das haben wir auch. Aber ich habe wenigstens den Mut und den Stolz zu sagen, ja, ich habe diesen Fehler getan, es tut mir leid, ich hoffe, du verzeihst mir. Das haben sie halt nicht. Sie sehen ihren Fehler gar nicht. Im Gegenteil, sie gehen noch mehr dann darauf ein. Ich beleidige, wenn ich will, wenn man gegen meinen Islam. Ich beleidige und beschlage und mache und ich würde auf dein Gesicht spucken und so. Was sind das denn für Aussagen, Mann? Ganz im Ernst. Wenn ich so etwas tue, ey, in der nächsten Sekunde entschuldige ich mich dafür. Ich sage immer, ey, es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen ausgeartet, ne? Das ist mein Fleisch, was gesprochen hat. Bitte beziehe das nicht auf meinen Geist. Das ist nicht das, was der Jesus Christus von mir verlangt hat. Aber die sind halt immer so katastrophal. Augenblick, warum gehst du bei denen hoch? Ja, weil der Ahmad Ex-Muslim die Debatte angenommen hat. Aber der Hamdi möchte ja eigentlich gar keine richtige Debatte. Aber ich schreibe Hamdi nochmal auf Instagram. Ja, ich kann euch nur so sagen, im christlichen Glaube oder beziehungsweise in die Kirche ist so, da sind zwei oder drei Ausnahmen, wo du kriegst von die Kirche, also die Dispense, also von die Heirat. Das heißt, wenn das sich herausstellt, Mann oder Frau könnte keine Kinder haben und er hat das verschwiegen, da kriegst du raus. Zweite Sache ist verschwiegene Krankheiten. Irgendwo weiß ich nicht, Frau hat AIDS-Krankheit oder sowas und dann hast du erfahren, weißt du, dass sie hat AIDS, kannst du keine Kinder kriegen oder sowas. Und ich hätte sowas, dass ich hätte, also meine erste Frau vor, sagen wir, 35 Jahre, ich musste mich scheiden lassen, musste ich, weil ich bin mit drei kleinen Kindern alleine geblieben. Frau ist schizophrenie krank, also die Krankheit ist auf sie rausgebrochen. Also ich könnte nichts mehr machen. Sie hat uns erzählt, also wir müssen, also wie in Kirche, Frau hat aufgestanden um 3 Uhr nachts, hat Brot gezählt auf dem Widern. Bitte nimm mal das Brot, das ist mein Leib, da, nach mir kommt keine. Und wenn wir wollen was sagen, da war Teufel los zu Hause. Also dann habe ich mich also scheiden lassen mit die Frau. Und dann hat mir Pfarrer gesagt oder so, ja, wissen Sie, was sie kennen, also von der kirchlichen Dispense kriege. Und ich habe hab gesagt, bitte lassen Sie mich nur einen Tag nachdenken. Bin ich nach Hause gekommen, habe ich auf meine Kinder geguckt, habe ich mich so ein bisschen nachgedacht, mein Gott, soll ich jetzt die Frau, wo ist jetzt krank im Krankenhaus, einfach wie ein Stück Papier wegschmeißen von meinem Leben, als wäre die nie irgendwo in meinem Leben gehabt und wieder andere heiratet, habe ich gesagt, nein, mein Gott, nein, da wie werde ich vor dir stehen, wenn ich sowas mache? Also habe ich gesagt, nein, Herrgott, nee, nee, ich bin also, ich heirate schon nichts mehr in Kirche, aber das bleibt in meine Frau, also als in die Kirche, bis Ewigkeit, also bis ich sterbe oder sie. Und ich habe niemandem gesagt, dass ich habe so Entscheidung getroffen. Und ich bin gespannt, ob jemand sagt mir, ob ich habe falsche, weil viele Leute werden einfach, weißt du, die Entscheidung machen in die Kirche, wieder heiraten andere Frau. Ich habe danach noch zwei Frauen gehabt, bin ich wieder jetzt alleine. Ich trinke überhaupt nichts, weiß ich nicht, was da, aber ist mir egal, wie die Leute mir sagen, meine Tochter ist jetzt, also Kind ist bei mir, ich bin Alleinziehende, also sie ist erstmal mit die dritte Frau weggegangen, dann hat sie gesehen, wer ist der Beste, also besser und ist zu mir und da leben wir jetzt beide. Aber ich sage ihr, ich habe damals von die Sache, wo viele andere Christen wären auch so, weißt du, weil viele habe ich gehört, die hätten von der Kirche also die Scheidung gekriegt und die hätten das angenommen. Aber ich habe gesagt, also wie vom Gott gesagt, Herrgott, ich habe mit der Frau 6 oder 8 Jahre gelebt. Soll ich sie jetzt von meinem Leben total wegschmeißen? Weil sonst wäre die Frau nie irgendwo in meinem Leben. Irgendwo, weißt du, nur die Kinder wären, also dass die Kinder sind von sie. Aber sonst wäre ich sauber, ich wäre so wie ledig. Habe ich gesagt, nein, nein, ich bin vor Gott, habe ich damals geschworen. Und dann bleibt die Frau, also meine Leib. Naja, sollte ich nur das sagen. Und die Ja, sagen mir, so ist das auch. Der Herr sagt ja auch in seinem Wort, dass ein Mann sich von seiner Frau nicht scheiden lassen soll und auch umgekehrt nicht. Es gibt genau. und wenn, und da steht drinnen,
Da steht sogar drinnen, was ist, wenn das schon passiert ist. Sagen wir mal, wenn man diese Sünde begangen hat, beziehungsweise wenn man erst nach der Scheidung sich bekehrt hat. Ja, sogar da ist eine Anweisung. Da sagt der Herr, wenn sie schon geschieden sind, dann sollen sie entweder alleine bleiben Genau, oder oder sich wieder nicht? mit dem Ehepartner Genau, versöhnen. so steht So. es. Es gibt keine, es gibt, es ist keine Wiederheirat, ist nicht erlaubt. Man darf nur neu heiraten, wenn der Ehepartner gestorben ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn jemand ein Witwe wird oder Witwer, Ja. dann darf man neu heiraten, aber der Herr sagt, es ist besser, dass sie alleine bleiben. Wie sieht das aus bei mir als Ex-Muslim? Wenn ich aus einer Okay. islamischen Ehe gekommen Du bin? darfst jeden Du heiraten. darfst, du Aber dürftest nur bis nicht jetzt, vier du bist ja Frauen. Also, verheiratet, oder? Adler, warum schmeißen die dich nicht raus, obwohl du sie ja irgendwie mit denen diskutierst? Bei mir geht es keine 3 Minuten. Weißt du, wie Gut. die gerade auf mich losgegangen sind? Das hat 3 Minuten Alimodaye, die haben richtig Angst vor dir. Glaub mir, ich habe dir schon mal gesagt, dass die dich Guck überhaupt mal, hochgenommen haben, ich werde dass die den dich überhaupt einfach nur, hochgenommen haben. ich habe nicht Anfrage gestellt. Ich habe unten nur zugeguckt, was die reden. Und dann hat er mir geschickt, da denke ich, ja, du musst jetzt annehmen. Da sagt er, der kommt nicht hoch, hat Angst. Dann bin ich hoch. Da beleidigt er mich von oben bis unten. Er sagt zu mir, wie kannst du bei denen bleiben, wenn sie den Propheten beleidigen? Dann sage ich zu ihm, hey, schlimmer ist es, wenn meine eigenen Brüder das alles annehmen, was da drinnen steht. Ich habe nicht das gefragt, und fängt er an. Dann